Und ihr darüber. Ach, ihr seid ihr von der Mauer gesprungen, oder was? Ich hatte von diesem hinterhältigen Reptil nichts anderes erwartet. Ich werde mich selbst um ihn kümmern. Wir hatten inzwischen aber auch ein Riesenglück. Während die Ratte wie ein kopfloses Huhn in unserer Grafschaft umherirrte, konnte sich eine kleine Streitmacht in seine eigene Burg stehlen und sie einnehmen. Er ist derzeit auf dem Weg zurück, um sie sich zurückzuholen. Ich möchte, dass ihr dorthin geht und unsere Garnison dort anführt. Wieso habt ihr nicht früher eingegriffen? Es hat mich keiner darum gebeten. Diese Aufständischen haben zu oft und zu leicht gegen der Pyst den Sieg davongetragen. Das lässt uns schwach aussehen. Sorgt dafür, dass sie dieses Mal unterliegen. Ich gehe ein paar Köpfe spalten. Gerüchten zufolge war das Schwein bei seiner Geburt schon so hässlich, dass ihn seine Eltern auf der Straße aussetzten. Wie auch immer, es ist bekannt, dass er von einer Gruppe umherziehender Banditen aufgenommen wurde, die überall in der Heimat über kleine Städte und Dörfer herfielen. Während er bei dieser kleinen Armee aus Schurken aufwuchs, war er nur Haut und Knochen. Er entwickelte jedoch eine grobe, aber sehr wirkungsvolle Kampftaktik und wurde zum Anführer ernannt. Von da an sorgte er dafür, dass er ein Vorrecht auf die besten erbeuteten Speisen hatte und hat sich seitdem zusehends überfressen. Verteidigt die Burg der Ratte gegen ihren früheren Besitzer. Sie ist sehr schlecht errichtet, weshalb ihr sie verstärken müsst. Wer hilft, den Burggraben fertigzustellen, der legt seine Zeit gut an. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, einem der Tyrannen endlich den Garaus zu machen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 9. Mission mittlerweile, wenn ich mich nicht irre. Die heißt ja auch schon das Ende der Ratte und wir können einem Tyrannen den Garaus machen. Wäre auf jeden Fall wunderbar. Was ich anmerken möchte ist, dass diese Sketche am Anfang für 2001, also für die Zeit damals, eigentlich ganz lustig und ganz nice sind. Und damit schauen wir uns mal die Hinweise an. Strategie. Setzt eure Lanzenträger ein, um den Burggraben schnell fertigzustellen. Guter Tipp, gute Strategie. Burggraben ist immer nice. Verteidigt eure Burgwelle mit Lanzenträgern und Bogenschützen. Auch wichtig, nach feindlichen Angriffen solltet ihr Schäden an der Burg und dem Burggraben schnell beheben. Dankeschön. Gut. Hinweis. Steintürme verleihen euch einen zusätzlichen Höhenvorteil. Ja, danke. Ich glaube, das wissen wir schon so, aber okay, gut zu wissen, dass wir da einen Höhenvorteil haben. Was ich noch sagen wollte, das sind irgendwie alles voll die schmierigen Characters, wenn man sich das mal so überlegt. Also dieses Schwein, was da die ganze Zeit grunzt und redet. Ich glaube, der riecht auch ganz komisch. Naja, ich drück mal auf Los geht's. Moment, zack. Und Pause und mit der Geschwindigkeit runter. Und dann checken wir uns einmal die Map ab. Unten links ist nichts. Außer Holz so ein bisschen. Dann ist unten der Wegweiser. Ein paar Steine, noch mehr Holz oder Bäume. Ein paar Rehe. Hier haben wir schon Holz. Hier haben wir schon ein Jägerstandsteine. Ich glaube, hier kann man sogar Pech abbauen, da wo es blubbert, aber ich glaube. Jo, ist nicht drin. Ja, bedrohliche Musik startet. Wir haben das noch nicht erforscht. Okay. Dann gehen wir einmal hier rum. Also ich muss echt sagen, was ist denn das bitte für eine mickrige Burg? Das ist doch gar nichts. Kein Türmchen, keine Zinne, kein Wall. Ich glaube, in der 4. oder 5. Mission, in der wir Welle gekriegt haben, haben wir mit den kleinsten Türmchen und mit den Wellen schon eine schönere Burg hingekriegt. Also, da sollte sich die Ratte schämen. Okay, gut. Dann, jetzt ist ein bisschen langsamer. Dann würde ich sagen, wir starten direkt mit ihr könnt das nicht zwei Holzfällern. Und direkt mit einem Burggraben, der dicker ist. Okay,
Dann noch ein Steinboy. Noch einer, der Stein abbaut. Vielleicht hierhin und hierhin. Und Pfeilmacher sind gut. Komm, ihr könnt auf uns wirklich zählen. In den Graben. Wohin? Ja, tief ist es? Wirklich in den Graben. Ihr könnt graben gehen. So. Noch ein Pfeilmacher, noch ein Pfeilmacher, noch ein Pfeilmacher. Ich bin am Legen, noch ein. Holz. Ah, jetzt brauchen wir. Und 6 Holz ist auch super. Dann können die Pfeilmacher auch gut mitarbeiten. So, einmal Steuern rein. Jetzt ein Graben. Ein schöner, nicer Graben. Okay, so. So. Schön dick. Und dann noch die Steine logisch benutzen. Wenn, uppala, wie ist denn das? Wenn von hier die Gegner kommen, ist gut, hier so ein bisschen safe zu sein. Ich bin gerade überlegen, hier die Türmchen hinzubauen. Oder hier draußen. Oder wann noch weiter vorne. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich mach mal so. 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 Und so. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Mit den Türmchen auf jeden Fall auch. Und dann natürlich alles schön zukleistern. So. Allzeit bereit. In den Schlamm. Ihr teilt euch mal auf. Ein paar darüber. Ein paar hierüber. Meine Stiefel sind undicht. Und was tut man alle Bogenschützen alles? Müssen auch arbeiten. Und zwar da vorne. Wie war das? Wer ein Graben aushebt, gewinnt. Irgendwie sowas war das, wenn ich mich nicht irre. Also, wir wollen gewinnen. Hebt aus. Auf jeden Fall. So. Ich will jetzt so schnell wie möglich neue raushauen. Wie sieht's hier aus? Okay, ich würde sagen, wir bauen so vielleicht 2 Stück. Ja, jetzt kann man da nicht mehr so durch, aber egal. 2 Stück. 2 Stück reicht, prima. Das ist gut. Dann können wir die Steuern auch so lassen. Und bauen jetzt neue Lanzenträger. Ich würde eigentlich gerne noch mehr Steine abbauen, aber das geht nicht. Ja, soweit so gut, jetzt dann noch Essen. Ach, Essen ist wichtig. Also mindestens 3-4 Jägerstände würde ich eigentlich noch bauen. Machen wir mit der nächsten Holzraktion, machen wir ein bisschen schneller. Machen wir mit der nächsten Holzraktion, so. In den Schlamm, ja, in den Schlamm, so. So. Und dann machen wir noch. können wir da überhaupt hoch? Ja. Ja, okay. Gut, dann machen wir hier noch ein bisschen dicker. Bis jetzt ist es nur rein symbolisch, aber hey, irgendwann mal wird es noch helfen. So. Und schön weiter Gräben ausheben, natürlich. Ich will eigentlich, dass die Bogenschützen nur auf der linken Seite sind. Moment. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Und rein in den Graben. Darüber. Ja, bitte. Wie tief ist das? Okay. Und dann machen wir noch so eine schöne. Ich will noch so eine ganz, ganz enge Linie. Ah, jetzt habe ich es verkackt, ne? Machen wir mal wieder so. Ich will nur eine enge Linie haben. Hier eine ganz, ganz enge. Leute, Leute. So. Bin zur Stelle. Ja. Zur Seite mit euch, Bogenschützen. So ein Schlamm. Ja, so ein Schlamm, glaube ich. Und jetzt. So. Oh, ja. Ihr könnt auf uns zählen. So. Ich krieg's nicht hin, Leute. Ich krieg's nicht hin. So. Okay. So, jetzt. Jetzt müssten wir eine Linie haben. Wenn ich mich nicht irre. Ich will eine hauchdünne Linie einfach. Bogenschützen bereit. Wohin gehen wir? In den Schlamm. Ja, wohin gehen wir? In den Schlamm. So. Oh mein Gott, grabt! Kommt drüber und grabt! Alter Schwede! Wirklich in den Graben. Wirklich, ja. Und graben, graben, graben. So. Gut. Jetzt brauchen wir Holz. Bin zur Stelle. Eure Befehle und rein in den Graben. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja, du brauchst Hilfe. Natürlich brauchst du Hilfe.
Krass, dass du eigentlich deine jämmerliche Burg auch verloren hast. Also guck dir das nochmal an. Ruhe! Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Ja. Ja, da sieht man das Machtverhältnis. Ich würde sagen, ich hau mal hier ein paar Steine hin und hier noch so zur Ablenkung. Ja, sieht gut aus. Und ja, ich glaube, bald wird's knallen. Leider. So, komm, noch Bogenschützen? Nein, gar nichts. Uns fehlt auch das Holz. Ne? Es fehlt uns tatsächlich Holz. Und wir brauchen eigentlich auch Nahrungsproduktion. Leute. Naja, egal, Holz kommt rein. Das erste Holz, was reinkommt, wird natürlich nicht verbraten, sondern ist pur für Waffen. Moment, dann machen wir mal ein bisschen langsamer. Und alle hoch. War das gerade so ein Schweinegeräusch noch? Also, oh, ich hoffe mal nicht. Wie sieht's denn aus? Alter Schwede, nein einfach. Das ist schon nicht ohne. Wirklich nicht ohne. Alter, nein. Okay. Waren die gerade, Moment, einen ganz kleinen Moment, waren die nicht gerade blau? Diese Zelte? Also nur mal so am Rande. Hoch. Alle hoch. So schnell wie möglich hoch. 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 So. Mein Gott, dann geh halt dahin. Ist mir jetzt egal. Hauptsache, raus aus dem Wasser jetzt. Hoch. Geh auch hoch. Ja, doch nicht so rum. Komm, warte, schaffe ich die zwei noch? Komm, die zwei auch noch. Und du gehst da, genau. Und du bleibst, glaube ich, im Wasser, ne? So, vielleicht zwei für die Katapulte. Ah, Moment, hier. Komm. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Hoch. Alter. Den hat einfach mal. So, jetzt kommt da niemand mehr hoch. Den hat einfach mal eine Metallkugel umgebracht. Der Arme. Boah, krass. Das ist wie mit Kanonen nach. Wie heißt es? Nach Tauben schießen oder nach Vögeln? Der arme Mann. So. Ja, bitte. Also, da haben wir einen. Du bist jetzt der Tapfere, der eine Geheimmission ausführt und die Katapulte kaputt macht. So ist das geplant. Und ihr da hinten grabt einfach weiter. So. Wohin gehen wir? Ein Kinderspiel. Och, du machst auch mit. Weg, geh mal hier rüber. Darüber. Können wir denn neue, wie das hier aussieht auf der Minimap, so ein riesiger Haufen. So. Und jetzt beide da drauf. Können wir neu ausheben? Wir können nichts neu ausheben. Machen wir ein bisschen schneller. So. Alter, sind das Assis. Wie sie da unsere Türmchen sofort down machen wollen. So, jetzt schnell macht es kaputt. Schneller. Komm. Und weg. Habt ihr super gemacht. Und das nächste. Schön abräumen. Ah, die werden getriggert, wenn wir sowas kaputt machen. Komm. Und weg. Schnell weg. Und das nächste, komm. Aber schnell, bevor. Ah, die werden jetzt auch, ja, die kriegen langsam auch hier auf die Nase von unseren Bogenschützen. Und das letzte noch. Also wenn die Katapulte down sind, habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, komm, rennt mal um euer Leben. Die Bogenschützen werden schon helfen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Oder Bogenschützen? Boah, jetzt, man muss mal echt aufpassen. Yes, ist down. Dann könnt ihr weiter einen Burggraben graben, ehrlich gesagt. Wir brauchen euch vorne nicht mehr. Eure Befehle? Ah, wie schön die einfach weiter graben. Das ist doch auch eigentlich ganz angenehm, dass der Wall gezogen wird. Gib mir so ein Sicherheitsgefühl. Okay. Bin zur Stelle. So, hier. Ein Lanzenträger, jo. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Ja, die zwei haben's die volle Breitseite abgekriegt. Der Feind füllt den Burggraben auf, my Lord. Ja, leider füllt er den auf. Komm, zur Stelle. Bogenschütze, hier hoch, komm. Rücken aus. Zur Verteidigung. Sind auf dem Weg. Okay. Ich will einfach nur, dass unsere Dinger überleben. Oh, ein Holz oder ein. Nee, den Jägerstand haben die kaputt gemacht, die Schweine. Oh nein. Okay, es ist nur ein Jägerstand, komm. Ruhig Blut. Zwei Bogenschützen dahin. Obwohl, nee, hier aufs Törchen ist besser. Da sind sie gerade am weitesten am Machen.
Und einer hier hoch, komm. Pfeile bereit. Okay, ihr müsst euch jetzt wehren, bevor ihr direkt einzeln weggesnackt werdet. Müsst ihr euch wehren. Alle zusammen und dann klappt das auch schon ein bisschen besser. Alle zusammen. Komm. In Überzahl wird das schon locker easy laufen. Okay. Weiter graben. Du machst mal den down. Jetzt machst du den down. Ihr helft mal auch da hinten mit. So, ihr könnt wieder graben und der da hinten hat sich auch verirrt, ne? Jo, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Wir brauchen eigentlich noch mehr Bogenschützen. Jetzt ohne Witz, mehr Bogenschützen. Bevor sie hier unseren Stein kaputt machen. Oh nein. Kriegen wir das noch gerettet? Ja. Sehr gut, dass unser Stein quasi überlebt hat. Unser Steinbruch. So, auf. Direkt an die Arbeit. Holz. Zweimal. Jägerstand. Einmal. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Ja, Panik brauchst du eh keine haben. Also, ja, man muss ja immer ein bisschen sehen, wer den Stress hier angefangen hat, ne, liebe Ratte? So. Aber diesmal kriege ich das schöner hin mit diesem Pfad und alles schön wieder zuschütten. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Meine Stiefel sind undicht. Und ihr darüber. Ach, ihr seid ihr von der Mauer gesprungen, oder was? Okay, reparieren. So. Drauf. Dann machen wir hier die zwei Treppen weg. Und machen die Treppen ganz neu. Und ganz frisch. So, ihr kommt. Kommt ihr hoch? Nein. Auch reparieren? Kommt ihr jetzt hoch? Ja und ja. Okay, und dann könnt ihr weiter graben. Mein Bogen ist rein in den Graben. Eure Befehle? Schön weiter graben. Genau, das passt. So, neue Bogenschützen. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Ach, haben wir hier noch irgendwas? Nee, oder? Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Gerade hier mithelfen. Moment, darüber. Du kannst dahin. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Noch ein bisschen dicker den Graben. So, jetzt haben wir ein paar Steine. Moment. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Machen wir mal ein bisschen dicker. Von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern. Die Schlange hat einfach die Grafschaft geschnappt, die eigentlich uns gehören sollte, weil sie hinterhältig wie sie ist, sich gegen die Ratte entschieden hat, sich uns angeschlossen hat, dann dreimal von uns Bier wollte. Ach, das ging so hin und her. Und rein in den Graben. Okay. Da drauf. Wie tief ist es? Okay. Ich glaube, sehr tief. Also irgendwie brauchen wir gar kein Essen produzieren, oder? Die Hälfte ist rum. Vielleicht reicht das sogar. Ich bin mir gerade nicht sicher. Alter Bulle, bringt Steine zum Lager. Was sagst du? Ich mache ein Päuschen und kehre bald zurück. Ein Päuschen vom Clown sein. Warte, wie heißt der? Barde. Vom Bade sein ein Päuschen. Okay. Sieht immer besser aus. Ja, die sollten da langsam mal weggehen. Moment, wir brauchen einen. Auf jeden Fall. Die Holzvorräte sind zu knapp. Wenn wir Holz hätten, könnten wir einen bauen. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich dienen? In dem Schlamm nennt euren Wort. Wie viele haben wir denn von denen eigentlich? Von den. Wie heißen die mit den Piken? Lanzenträger. Die sind keine Piken. Lanzenträgern. Wie viele haben wir davon? Moment, Armee. 15, ja. 16 Bogenschützen sind auch nicht so viel. Also so mein Gefühl. Mein Herr? Eure Befehle? Ich weiß nicht, ob ich euch. Komm. Rücken aus. Bin zur Stelle. Ich schicke euch alle vor und die Neugebauten werden quasi auf die inneren Welle gestellt. Machen wir so. Und noch ein bisschen mehr Stein. So. Und so. Und so. Okay. Sehr gut.
Da hinten wird auch Holz. Ja, okay, okay. Ja, bitte. Naja, was können wir machen? Können wir hier Gräben bauen? Und das Beste ist, da können wir nicht, zu weit weg. Werden die diese Gräben, die hier sind, auch quasi zuschütten? Fragen über Fragen. Ihr macht das jetzt. So. Obwohl das eigentlich nicht so gut ist, weil die Bogenschützen sind hier. Mein Bogen ist euer. Wie die wieder da reinkommen. Mein Herr. Und rein in den Ach, grabt einfach. So. Bin zur Stelle. Noch zwei. Eure Befehle? So ein Schlag. Schauen wir uns mal an. Ja, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, jetzt haben wir Holz. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal noch einen Nahrungsboy. So. Vielleicht eine Käserei oder sowas. Noch eins davon. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Holz hätten. Doch, noch eine Pfeilmacherei. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Ich meine, Bogenschützen sind immer gut. In dem Spiel auf jeden Fall. Auch eine ganz komische Mission. Eine der ersten oder der einzigen, in denen ich das Vorratslager nicht vergrößere. Weil sie es irgendwie gar nicht lohnt. Okay. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Was tut man nicht alles? Ja. Ich würde sagen, wir vergrößern. Einfach mehr graben. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Und rein so, in den Graben. Darüber. Und einfach hier weiter graben, liebe Bogenschützen. Und damit ihr euch so langsam in die Richtung grabt, näher quasi zu den Türmen. Wie sieht's aus? Ich habe langsam Angst um sie, ob ich nicht sie langsam hochschicken sollte. Kann ich das hier noch Dings dann? Ja, ja. Ein paar grüne Ställchen ist jetzt nicht so schlimm. So, wie schaut's aus? Ihr könnt auf uns zählen. Ein Lanzenträger. Sieht eigentlich ganz nice aus. Sind undicht. Wirklich. Also habe ich jetzt nicht so erwartet, dass das so schön aussehen wird. Mit dem Burggraben. Guter Tipp, ne? Eigentlich sollte der Tipp heißen, grab so schnell du kannst. Bevor es zu spät ist. Oder sowas. So. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Okay. Essen ist da. Die nächste Schlacht kommt immer näher. Werden wir nochmal gewarnt? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich so. Ganz knapp bin ich am Überlegen. Wie dünn ist der Grat? Und ich glaube, der ist erreicht. Alle hoch, komm. Sind auf dem Weg. Es wird nicht mehr weiter gegraben. Ja, weil genau sowas passiert. Hoch, 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 hoch. In Bewegung. Rücken aus. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Mein Bogen ist euer. Sollte jetzt erstmal die ganzen Bogenschützen rausholen Rücken aus dem Wasser. Sind und positionieren. Weg, guck, der kommt nicht raus. Kommst du hier hin? Ja. Kommst Eure du hier Befehle? Hin? Auch. So. Bin zur Stelle. Ach, hier sind noch welche. Guck mal, raus und raus. Auf jeden Fall. Und wenn ihr draußen seid, kommt ihr auch hoch, nicht? Okay, so hier. Raus. Ihr auch. Ihr geht schon mal hoch. In Bewegung. Ja. Raus, auch hoch. Rücken aus. Und ihr auch. Gut, dann sind alle unsere Bogenschützen, die sollen mal safe oben sein. Mein Herr? Alle auf den Turm. Da wird jetzt gequetscht, ist völlig egal. Bin zur Stelle. Das muss jetzt laufen. Ja. Okay. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Die vier auch noch hoch. Bogenschützen bereit. Solange noch nichts ausgerufen wird. Schlachtenmäßig, auf jeden Fall. Und dann passt das. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. 40. Wie sieht's hier aus? Ja, es geht voran. Und ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich jeder Pikenmacher soll helfen. Nennt euren ja, bitte. Meine Stiefel sind undicht. Naja, eigentlich sieht's schon recht gut aus. Wie machen wir das hier noch? Vielleicht noch so? So vielleicht. Ihr könnt auf uns zählen. Ich weiß gerade nicht, ob ich die nicht ein bisschen sinnvoller jetzt verwenden sollte oder ob ich da hinten noch rumgraben soll. Ich glaube, ihr habt genug rumgegraben. Ich nehme euch alle vor, aber ich bin gerade noch am Überlegen. So, Holz haben wir drin, das heißt, es wird schön weiter produziert. Gold kriegen wir auch rein. Das Volk hat eine hohe Meinung. Dann können wir ganz kurz durchatmen. Was sagt der Junge? Junge? Frederik Stoppelkopf wartet. Naja, dann warte mal. Was ist das hier? Diesmal eine Holzfällerhütte. Ja, die arme Holzfällerhütte. Was sagt der Hund? Auch wartet.
Lord Bellheim? Der Hund ist ein Lord. Wer hätte das gedacht? Okay. Was sagst du? Eine kleine Pause zwischen der täglichen Schinderei, das ist alles. Ja, ja. Adam Zimmermann, gönn dir Pausen. Das ist jetzt unsere Politik, damit ihr quasi Steuern zahlt. Logischerweise, ne? Womit kann ich dienen? Wenn's nur Nachteile hat, habt ihr ja auch keinen Bock. So, ihr kommt jetzt mal alle hier vor. Hier rüber. Nennt und ihr alle darüber. Okay, dass der sich so weit draußen rumlaufen traut, wundert mich auch. Ich würde langsam mal... Komm, geh rein. Was machst denn du eigentlich da draußen? Wenn du down bist, ist das Spiel vorbei. Alter. Und der stolziert da herum, als wäre keine Ahnung was los. Wirklich. Und schaut's einigermaßen stabil aus? Naja. Naja. Es ginge auch besser, aber... Wir haben einen schlechten Grundbau vorgefertigt bekommen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Mein Sire. Bogen ist euer. Also, jo. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich glaube, wir sind ready, wenn die drei Bogenschützen oben sind. Bin zur Stelle. Mein Herr, ich glaube, wir sind auf dem Weg. Kesseln die Gans ein, machen hier Gans zu. Ja, komm, wir machen Gans zu. So. Ihr könnt auf uns zählen. Ist es? Und dann macht ihr alle zu und dann passt der Salat. Guck, wie einfach unsere Truppen durchlaufen können und die Gegnertruppen nicht. Die müssen aufgraben. Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Also gewaltig ist nicht cool, muss ich gleich mal sagen. Aber gut, wir werden uns schon mit herumschlagen. So. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Jeder Lanzenträger ist was wert. So. Du. Eure Befehle? Kommst du noch hoch? Dann geh hoch. Oder hier drauf. Komm. Moment. Womit kann ich dienen? Ja, bitte. Und ihr kommt auch nicht weg, gell? Ja, dann bleibt da. Gehen wir? Allzeit bereit. Oh, das sind ganz schön viele. Bin zur Stelle. Womit kann ich dienen? Was macht denn der? Nennt euren was? Wunsch. Durch den Turm durch? Alter Schwede. Nein, hier raus. Und ihr? Ja, bitte. Okay, dann machen wir mal so. Wir machen hier so. Dann könnt ihr alle graben. Und jetzt, da ihr grabt, könnt ihr gleich hier rum, glaube ich. Irgendwie so war das doch. So, ihr geht hoch. Und alle raus. So viel raus, wie geht. Ja, dann bleiben da halt zwei stehen. Alter Schwede, das ist... Das ist nicht nichts. Das ist schon eine Armee. Geht mal in Sicherheit, in Sicherheit. Oh mein Gott, nein. Unsere schönen Lanzenträger. Boah, wie unnötig. Hätte ich das gewusst, hätte ich die gesaved. Jetzt mal ohne Witz. So, ein paar lassen wir mal draußen. Hier hinten. Zum Abrasieren von Belagerungsgeräten, falls überhaupt welche da sind. Ich sehe gerade keine. Aber wir lassen mal ein paar draußen. So. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bogenschützen bereit. Aufs Türchen. Schöner Höhenvorteil. So, wie schaut's aus? Ach, da hinten sind sie. Kriegen wir die down? Bogen gespannt. Komm, haut die kaputt. Jawohl. Visiere an. Ziel angepeilt. Yes, wir kriegen ein paar down von denen. Ich glaube, die werden nicht laufen, die werden nicht funktionieren. Ich hoffe. So. Mein Herr? Dann. Ja, Türchen zu, würde ich sagen. Und noch einer raus. So. Eure Befehle? Und du kannst da hoch. Wie hier Weg. Schon so zugekleistert ist. Oh, das nervt mich. Die hätten hier auch ruhig zumachen können. Aber wir hätten quasi, glaube ich, oben lassen müssen dafür. Boah, das sieht nicht gut aus hier. Gerade in der Ecke. Moment, lass mich mal überlegen. Feind füllt den Burggraben auf, my Lord. Oh nein. Bitte? Rennt mal weg, rennt ihr weg, rennt weg. Uns zählen. Weiter. Weiter. Schnell. Wohl, rennt um euer Leben. Wir rücken aus. Und weiter. So. Hier runter. Wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Okay, dann hier. Ihr könnt auf uns zählen. Alter, nein. Haut die mal kaputt. So. Ihr rennt weiter um euer Leben. Boah, wie viele, was die sich denken. Die machen wir platt. Komm, jetzt rennt. Ein leichtes. Mit einem Kinderspiel. Okay, einen lassen wir zurück. So. Der opfert sich fürs Team.
Boah, der ist ja so schnell down gegangen, das gibt's gar nicht. Weiter, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Okay. Ich glaube, ja, die sind eh nicht bemannt, dass es eigentlich ganz gut gelaufen ist. Yes. Ja. Andere Perspektiven, immer ein bisschen gucken, ne? Aber, ja, ist gut. Eigentlich ganz nice gelöst. Kommt noch was? Nein, es kommt nichts mehr. Also ich denke mal, es kommt nichts mehr. Machen wir ein bisschen schneller. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, ich glaube, das Essen ist leer. Nein, es ist nicht. Es ist einfach nur knapp. In Bewegung. Naja, okay. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Feind ist bezwungen. Yes, läuft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bitte nicht. Haben wir ihn jetzt fertig gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Sieg. Yes, wunderbar. Oh mein Gott. Hier, das ist doch ein Detail, das gab es letztes Mal nicht. Das ist doch genau der Helm von der Ratte quasi, den er aufhatte. In jeder Sequenz, in der die Ratte geredet hat, hatte er doch diesen Helm. Und eine Kerze ist oben drauf. Ich glaube, der ist wirklich down. Aber ein schönes Bild. Symbolisch auf jeden Fall und passt auch detailmäßig rein. Schauen wir mal weiter. Als die Ratte im Kampf mit euren Männern fällt, bricht Jubel aus. Vielleicht gibt es ja jetzt einen Funken Hoffnung für die Nation. Okay. Okay. Also, wie sieht's aus? Die eine Grafschaft, die Schlange sich geschnappt hat quasi, hat ja unser Lord, ich glaube Wulzek heißt er, zurückgenommen. Und wir haben jetzt das gesaved. Jetzt gehört uns quasi mehr als die Hälfte. Und einer ist down. Ein Meilenstein ist geschafft. Okay, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.